Schön, dass du die Frauen jetzt in Ruhe lässt und jetzt die Männer verprügelst. Nein, damit ihr mir nicht die Frauen wegnehmen. Frisst ja erstmal einen richtig schönen Ferkel rein, damit wir... Bedien dich bitte. Damit wir... Oh, zwei. Ich nehme gleich zwei, da habe ich länger was, um mit den Zuhörern in den Gehörgang reinzuschmatzen. Das kommt immer gut, habe ich gehört. Mhm. Wir sind professionell, wir sind Brennpunkt Internet. Liebe Leute, Tino Ranacher am Mike. Und Robin Nosterafu. Ist das eigentlich dumm? Ich dachte mir immer so, während ich hier so schmatze, dass das nur höflich ist, wenn man die andere Person vorstellt. Aber die Leute, die uns vielleicht gar nicht kennen, die denken dann, dass ich Tino bin. Ist. Ja. Wäre das so schlimm? Nee, ich wäre gerne Tino. Ja, ich wäre gerne Robin. Jemand, der dich kennt, jeder, der dich kennt, wäre gerne du. Ich auch. Hm. Hallo Leute, Brennpunkt Internet, wir essen Product Placement. Nein, kein Product Placement. Sollten wir vielleicht mal machen. Katjes Fredferkel essen ja, wir. Ja, ohne tierische Gelatin. Aber ich glaube mit Honig. Das ist nicht vegan zumindest. Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, wir sind die etwas andere Radiosendung, / der etwas andere Podcast im Internet. Milchsäure ist drin. Milchsäure, oh, die ist gefährlich, die ätzt dir den Magen weg. Ich denke auch. Ja, ihr merkt es schon, wir sind etwas ganz Besonderes. Schön, dass ihr euch hierher verlaufen habt. Wir berichten über die Geschehnisse der letzten Woche, ganz besonders mit Hinblick aus dem Internet, über das Internet. Und in diesem Sinne... Ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Wir erzählen euch, was so passiert ist. Vielleicht sollten wir wirklich mal Product Placement machen. Überlege ich gerade. Gehen wir zum Mund zu und sagen hier. Jetzt habe ich es schon erwähnt. Sage ich hier. Freitags nehmen wir mal auf. Gebt uns einen Döner, Mittagessen. Dafür erwähnen Geil. Wir euch. Ja, stimmt. Ich würde es machen. Auch. Also wenn wir das nicht machen, gebe ich keine Wertung zum Mund zu ab. Nee, ich bin neutral eingestellt, was Mund zu angeht, auch was Katjes angeht. Noch bin ich neutral eingestellt, aber vielleicht kann sich da noch was dran ändern. Aber so ein kostenloses Mittagessen nehme ich gerne. Oder Geld. Das ist auch völlig unter Wert verkauft. Das soll irgendwie 3,50 € für einmal hier in so einer mega großen Sendung erwähnen. Das ist unter Wert verkauft. Liebe Leute, es ist mannigfaltig mal wieder passiert die letzte Woche. Die Woche war ja vollgeladen mit Aktivitäten, mit Events. Ja. Mit Leuten, die... lustige Post bekommen haben, Leute, ja. die beim Lügen ertappt worden sind oder die sich geoutet haben, dass sie sich zu Unrecht geoutet haben. Ein Doppel-Outing, ein Outing übers Outing, es ist der absolute Hammer, ja. Es ist viel passiert tatsächlich. Die haben, jetzt kommt ein Gag für Herodes, die haben geguckt wie ein Outing. Das versteht jetzt keiner außer Herodes, Grüße gehen raus. Sie haben geguckt wie ein Outing? Ja, Herodes sagt halt immer, irgendwie sagen ganz viele Leute XYZ wie ein Auto. Obwohl das überhaupt keinen Sinn macht. Und es also gibt so dieses, du guckst wie ein Auto. Ja, aber das, also wie guckt denn ein Auto? Was ist denn das für ein Scheiß? Und da haben wir dann. Mit großen Augen oder so? Vielleicht. In unserer dadaistischen Phase haben wir dann so Sachen gesagt wie, du läufst zu mir rüber wie ein Auto und so Sachen, weißt du? Siehst du die Frau mit der Brille da vorne? Die hat da ja, so. Ja. Dumm. Dumm, ja. Großartig. Liebe Leute, bevor wir in die Themen der Woche rein müssen. Wir haben eine wichtige Sache vorher noch richtig zu stellen. Also wirklich, wir haben den größten Fauxpas unserer gesamten Radiokarriere hingelegt in der letzten Woche. Echt? Wie konnte das passieren? Über 50 Folgen ohne Fehler quasi durchgemogelt. Uns nichts zu schulden. Wir haben Themen wie den Holocaust hier behandelt, ohne irgendwie mal auszurutschen. Ja? Und dann das MCM und Kummer Carsten haben ein Treffen. Ich weiß, es gibt wir berichten irgendwie nicht ganz, ganz richtig darüber. Was ist passiert, Tino? Es gibt Hörer und Hörerinnen, die sich die dieses Thema nicht mehr hören können. Ich weiß das. Liebe Grüße gehen raus. Aber es ist dann doch sehr wichtig für uns. Denn ich muss mich, oder wir müssen euch alle hier in der Redaktion müssen sich entschuldigen. Ja, also wirklich. Eigentlich müsste der Laden schließen. Ja. Wirklich. Ich habe auch schon die Peitsche rausgeholt. Mein Rücken ist völlig verschrammt, ja. Ich wollte auch schon zurücktreten und jemand Neues für dich hier suchen, weil ich mich so geschämt habe, hier aufzutreten erneut. Folgendes, liebe Leute. Ihr wisst doch... Es folgt eine Richtigstellung. Ihr wisst doch, dass vor ein paar Wochen gab es hier ein YouTuber-Treffen, ja, der... große Koma-Carsten und MCM und noch einer, den ich aber noch weniger kenne, haben sich am Neptunbrunnen in Weimar getroffen
Und auch der Robin und ich waren ganz kurz vor Ort und haben die Stimmung eingefangen und haben... Und Zeugenaussagen schon mal rangeholt. Wir haben Menschen vor Ort befragt, wo denn MCM eigentlich sei. Mhm. Und dann hieß es von zwei Seiten, der MCM wäre Bier holen gegangen. Dies haben und wir, das hast du einfach so ungefiltert in den Podcast reingesagt. Wir haben es geglaubt, wir haben es wiedergegeben, ohne es nochmal zu recherchieren, ohne nochmal den MCM persönlich zu fragen. Ja. Und das war unser großer Fehler. An dieser Stelle folgt die Richtigstellung. Achtung, MCM ist nicht losgegangen, um einen Kasten Bier zu holen. Das ist ihm besonders wichtig, dass wir das sagen. Nein, es handelt es sich Nein, MCM hat Uwe Kubikmeter geholt und der hatte wohl Bier dabei, wohl eine Stiege Bier und keinen Kasten Bier. Das ist was ganz anderes. Das ist was komplett anderes. Und MCM hat nicht den Bierkasten oder das Bier geholt, sondern Uwe, der das Bier dabei hatte. Also Leute, es ist wirklich ganz wichtig, anders passiert, dass wir das richtig stellen. Es ist also wirklich, in der Redaktion, da gucken auch schon alle gerade ganz böse, ja, dass wir hier den Ruf von Radio Lotte so in den Dreck ziehen. Ja, es ist Fanpost reingekommen ohne Ende, ja. Es gab Beschwerden beim wie heißt das, Presseamt oder Pressedingenskirchen. Beim Bundesgerichtshof. Ja. Für Tierrechte. Ja, und Genfer Konvention, alles... Behindertenkonvention, alles alle Alarmglocken sind hier losgegangen. Richtig. Diese Bombensirene ist hier in Weimar losgegangen. Die ganze Woche über. ABC-Alarm, genau. Ja. Alle waren in den Bunkern drin. Ja. Die ganze draußen Woche bleiben. Lang. Also liebe Leute, wie gesagt, es waren Augenzeugenberichte, die wir weitergegeben haben. Wir haben auch gesagt, dass wir gehört haben, dass MCM Bier holen war. Ja. Aber er war nicht Bier holen, er war ein YouTuber holen, der Bier dabei hatte. So, und da ist jetzt die Frage, lieber Tino, kannst du mir das ganz kurz beantworten? Wenn ich eine Party veranstalte, ja, so, und ihr seid da schön am Feiern, ich hole dann jemanden auf diese Party und der bringt dann da jemanden um. Dann hast du den nicht umgebracht. Dann habe ich den nicht umgebracht, aber... Kann man gut sagen, ich habe den Mörder auf die Party gebracht, wenn der Mörder sonst nicht wusste, wo die Party ist. Wenn du es wusstest, dass er jemanden ermorden möchte, dann ja, da bist du mit. Ja, okay, Täter. Das war vielleicht dann nicht ganz das perfekte doch, Beispiel. Doch, es ist so, du wusstest, dass ein Typ außerhalb der Party einen in der Party umbringen möchte und du bringst den Typen mit, den Mörder, stimmt. Und zeigst auf den Typen, hier ist Thomas, hier bitteschön. Dann bist du zumindest ein Mittäter. Ja, ich habe ihm den Weg gezeigt, auch wenn ich nicht die Tatwaffe in der Hand habe. Nee. Aber ist egal, wir reden hier natürlich wachsig drüber. MCM hat ja schon ein bisschen recht. Es ist ja nicht cool, wenn irgendwie falsch berichtet wird. Ja. Ja. Muss man jetzt nochmal klarstellen. Er hat uns auch nur ganz dezent hingewiesen. Also in der Summe waren es bestimmt noch unter 30 Sprachnachrichten. Von daher ist noch okay. MCM, Grüße gehen raus an dich. Ich finde dich ja sehr sympathisch, aber in dieser Sache hast du vielleicht ein bisschen überreagiert. Denn so schlimm war es vielleicht jetzt doch nicht. Ich glaube, auch keiner hat den Podcast gehört und dann gesagt, was, MCM hat Bier geholt? Na, dann hasse ich den jetzt. Das Beste war, dass mir dann MCM per Sprachnachricht gesagt, dass er jetzt auch einfach rumerzählen will, dass ich irgendwo hingeschissen hätte. Wirklich? Ja. Geil. MCM darfst du gerne erzählen. Jetzt, wo du es ansprichst, eigentlich, also Tino, der scheißt ja immer ins Studio. Eben. Der Vorteil ist ja, dass ich nichts rieche, aber deswegen sind wir so unbeliebt hier. Das sind nicht die Briefe und die Geldbeträge, die wir hier zugesendet bekommen. Nee, das ist immer dieses Häufchen von Tino. Mein Stuhl, ja. Ja. Gut. Schön. Haben wir das geklärt, oder? Ja. Also, es gab noch ein Folgetreffen, aber darüber wissen wir nicht. Das Folgetreffen ist egal, aber ganz, ganz unverhältnismäßig. Also es hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber ich habe mit einer Person geredet, die auch gerne mal Treffen organisiert und auch so aus dem Großraum Berlin kommt und auch irgendwie sowas mit Koma. Aber es ist eine ganz andere Person. Ganz andere Person. Und die Person, ich weiß nicht, ob ich es einfach mal vorlesen soll, aber die Person ist jetzt nicht die allerhellste, wenn ihr mich fragt. Es ist jetzt irgendeine Person, ihr wisst nicht wer, ich weiß es eigentlich auch schon nicht mehr. Also dunkelhäutig. Und irgendwie habe ich diese Person aufmerksam gemacht, dass man sich ja, wenn man jetzt in die Gelegenheit käme, dass man irgendwie mit rechten Parolen in Kontakt kommt oder so, dass man ja diese Gelegenheit nutzen könnte, um zu sagen, klar, nee, das will ich nicht und das toleriere ich nicht. Mhm. So, auf diesen Kommentaren gab von irgendeiner Person, von der ich jetzt nicht weiß welche, geh mir nicht auf die Eier, du Spinner. Dann habe ich gesagt, habe ich da einen wunden Punkt getroffen oder wieso kommst du mir so diplomatisch? Du sagst in deinem Video, es wurde nichts Rechtes gerufen, getan und das entspricht einfach nicht der Wahrheit.
Mir so leid, was die da rufen. Die haben doch eh keine Ahnung. Außerdem war es das Sauflied, du Idiot. Und das endet nun mal mit Sieg Heil am Ende. Das ist nämlich das Lustige daran. Das können wir gar nicht ändern, ja. Ach so. Und dann habe ich nur gesagt, du bist der Organisator des Treffens und es ist deine Community. Wenn du Leute zusammentrommelst und die an deinem, auf deinem Treffen Scheiße bauen, hast du eine gewisse Verantwortung. Es kann dir nicht egal sein, der rechte Arm wurde auch gehoben von mindestens zwei Leuten. Also wirklich, ich weiß gar nicht, um welches Event es jetzt geht, hab schon wieder vergessen. Steht das auch in den Lyrics von deinem Saufsong? Duldest du Rechtsradikales in deiner Community? Ja, mach ich. Die sollen sich wohlfühlen, wie sie sind. Dann stelle ich extra nochmal klar, ich rede nicht von rechts, ich rede von rechtsradikal. Mhm. Ausländer prügeln, Juden hassen, Hitler verehren, rechten Arm heben und die Herrenrasse ausrufen. Solche Leute sollen sich also bei dir wohlfühlen, ja? Jo, hab ich nichts mit am Hut. Soll jeder machen, was er für richtig hält. Somit wäre alles gesagt und jetzt nerv nicht. Dann habe ich als letztes noch gesagt, auch auf deinem Treffen, auf dem nächsten Treffen dann Ausländer anspucken, Fragezeichen, sollen ja machen, was sie wollen und du hast ja damit gar nichts am Hut, ja? Das hat die Person dann noch geliked auf Instagram. Oh. Und dann war das Gespräch auch beendet. Das Problem sind ja nicht nur die Nazis selber, es sind auch die Konservativen, die sagen, lass es doch in Ruhe. Hm. Die machen das schon irgendwie. Alle sollen sich ja wohlfühlen. Ja, also ich würde ihn nicht als konservativ bezeichnen, das ist einfach ein Vollidiot. Ja, sag ich doch. Gut, achso. Ja, aber also wirklich, wir reden jetzt wirklich schon wieder ausführlich über die Scheiße. Hast du noch ein Abschlussstatement? Ansonsten würde ich davon weggehen. Ich hätte noch eine lustige Idee und zwar, man muss doch immer aufpassen bei dunkelhäutigen Menschen, wie man, was man darüber sagt. Ja, sagt man schwarzer, dunkler, farbiger, ist alles Quatsch. Hm. Weil du gerade gesagt hast, er ist nicht gerade die hellste Person. Ah. Oder? Wenn ich jetzt jemanden einlade, Obama zum Beispiel. Ja, er ist nicht gerade die hellste Person. Das stimmt. Ja, kann man das so übernehmen? Ja, kann man übernehmen, glaube ich. Ich frage es an euch, liebe Leute. Schreibt uns Kommentare. Kommentare sind immer Soundcloud. Sehr gern gesehen. Es muss nicht jede Woche so ein fünfseitiges Referat von Stahlmetaller sein. Stahlgewitter, genau. Aber Kommentare sind immer gern gesehen. Gut, das also in eigener Mission vielleicht abschließend noch. Wenn ihr mal wieder Lust habt, einen Brennpunkt-Hörerwunsch zu kaufen, da würden wir uns sehr freuen. Wir haben da nämlich jetzt gerade keine mehr offen. Wir sind voll geheilt, liebe Leute. Wir sind völlig frei für euch. Also wenn ihr wollt, dass wir noch eine Stunde über hässlich Kummerkasten oder irgendjemand anderen, mit dem ich vielleicht privaten Nachrichtenkontakt hatte, reden, dann 20 Euro PayPal überweisen und alle sind glücklich. Ihr findet den Link unter dem YouTube-Video von diesem Video quasi. Das ist korrekt. Das wäre sehr sweet. Und in dem Sinne ich habe eine sehr witzige Meldung. Ja. Und zwar der Höcke-Bernd, ja? Ach, der, ja, wieder. Genau. Ist und ja irgendwie völlig, also ist ja jetzt mal ein ganz anderes Thema. Nein, es geht auch nicht, um ihn abzuwerten diesmal, nein, denn er hat eine Paketsendung bekommen. Mhm. Ein verdächtiges Paket wurde ihm zugeschickt. War da auch so ein berühmter Tino-Haufen drin, oder? Fast, du bist okay. Sehr nah dran. Okay. Mhm. Und zwar zwei Möglichkeiten, Robin, was war in dem Paket drin? Oh ja, das finde ich gut. Nee, ja? Gib mir drei Möglichkeiten, komm. Echt drei? Okay. War es eine vollgekackte Babywindel, war es ein leerer Pralinenkasten oder war es beides? Okay, interessant. Was war in dem Paket drin? Wenn du es so sagst, würde ich jetzt auf beides gehen. War es auch. Aha. Ich hätte eigentlich nur, wollte ich dich zwei Sachen raten lassen, dann wollte ich am Ende sagen, nee, beides. Das wäre mein Gag gewesen. Okay. Jetzt, oh Mann. Aber das macht nichts. Es tut mir leid. Aber das macht nichts. Ja, der Höcke Bernd hat ein Paket bekommen, was verdächtig aussah. Es hat nicht getickt, aber es war seltsam. So wurden Teile des Landtags evakuiert und am Ende war halt eine Windel drin und ein Pralinenkasten. Habe ich halt gar nicht mitbekommen, leer. Krass. Und das fand ich interessant. Okay. Normale Menschen würden denken, ein bisschen random, dass beides. Aber ich als belesener Mensch, ja, wem die Känguru-Chroniken etwas sagen, die können damit viel mehr anfangen. Ich hätte jetzt gesagt, das ist ganz klar, das ist Bismarck, das ist Zuckerbrot und Peitsche. Weißt du? Geile Windeln, ja, geil. Aber leerer Pralinenkasten. Ja, okay, Känguru-Chroniken. Es ist nämlich so, in den Känguru-Chroniken, das ist ja eine Trilogie oder inzwischen sind es vier Bücher auch, von einem kommunistischen Känguru und seinem besten Freund, einem kleinen Künstler, dem Autoren Marc-Uwe Kling. Und die beiden gründen das asoziale Netzwerk und die begehen Anti-Terroranschläge. Hm. Und zwar gegenüber von Kapitalisten, Nazis und so. Und das Känguru in den Büchern liebt Schnapspralinen. Okay. Und in diesen Büchern werden halt immer Sachen verschickt oder Sachen getan, die nicht wirklich wehtun, aber eklig sind. Und ich dachte mir, wenn die jetzt diesen Pralinenkasten reingelegt haben, ist das bestimmt eine Anspielung auf diese Bücher.
Das kann sein. Das war ein Antiterroranschlag. Ich habe die noch nicht gesehen. Ich kenne so ganz wenige Ausschnitte und ich weiß, dass da ein Film ins Haus steht. Genau, ein Trailer jetzt genau kommt jetzt raus. Wird sehr witzig, auch mit Marc-Uwe Kling als Känguru quasi, die Stimme. Also ich kann diese Bücher sehr empfehlen. Sie haben mich politisch sehr geprägt und so gemacht, wie ich jetzt bin. Und es ist ja nur empfehlenswert. Also Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling, großartig. Am besten als Hörbuch. Habe ich tatsächlich gar nichts von gehört. Das bildet mega. Es ist mega bildend. Also von Känguru-Chroniken habe ich gehört. Ich meine von dieser Nachricht zu dieser Woche. Ich dachte, es wäre vielleicht größer, wenn sowas. Aber es ist ein guter Aufhänger, um eine Überleitung zu machen. Denn ich finde, das Hauptthema dieser Woche, da ist der Inhalt von einer Babywindel auch vorhanden, nämlich im Kopf von Miguel Pablo. Ja. Miguel Pablo, wir haben berichtet und ich muss es jetzt nochmal wirklich hier mit Trommelwirbel und so, ja. Weil alle haben gesagt, ey, Miguel Pablo, oh, ist der mutig und so. Es gab 1-2 Zweifler, aber selbst ich habe gesagt, ey, komm, Miguel Pablo, ich kauf's ihm halt mal ab, scheiß drauf. Und wer hat gesagt, nee, das ist Bullshit, wie der das alles verpackt, das ist ganz komisch, mein Gaydar schlägt da überhaupt nicht aus. Tino Ranacher. Der Ranacher war's, ich hab's predicted, ja. Sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie lang es her ist, ungefähr 6 Wochen oder so vielleicht? Kommt hin, ungefähr. Vor 6 Wochen haben wir gesagt, Miguel Pablo, seines Zeichens ein YouTuber, also liebe Rentner, das ist so einer, der macht Bewegtbild im Internet, quasi hat der seinen eigenen Sender, aber nicht auf dem ARD-ZDF so, nicht für das, wo ihr ganz viel Geld für zahlen müsst, sondern auf dem YouTubes, habt ihr schon mal gehört. Und der hat vor 6 Wochen gesagt, ey Leute, ich bin übrigens schwul. Was mich bei dieser ganzen Sache eigentlich am meisten irritiert, ist, dass das überhaupt so eine große Aufmerksamkeit bekommen hat. Es war halt wirklich, er hat kaum Klicks gehabt, so unter 100.000. Und dieses Video, zack, irgendwie 1,5 Millionen oder sowas. Ja, weil er ja schon eine Nummer ist. Er ist ja ein YouTube-Star. Ja, aber ist doch scheißegal, ob er schwul ist oder nicht. Naja, schon, weil er ja in seinen Battle-Rap-Geschichten ja auch das Wort Schwuchtel benutzt hat. Ach so, damit die Leute in Zukunft verstehen, wenn er sagt, ich ficke deinen Vater statt ich ficke deine Mutter. Zum Beispiel. Ah, okay. Und auch, weil er immer von seinen Frauengeschichten erzählt hat. Auch bei Leroy war er ja zur Sendung und hat immer von seinen Frauengeschichten erzählt. Das hat schon spannend gemacht, tatsächlich. Auch für mich spannend gemacht. Also ich kannte ihn jetzt nicht so wirklich, ich kannte seinen Namen, aber ich wusste nicht, wie er aussieht. Da habe ich mir dann dieses Video angesehen. Ich weiß gar nicht, warum hast du mir das geschickt? Ich weiß gar nicht. Kann sein, irgendwer hat es mir vielleicht geschickt. Und ich dachte, okay. Als er gesagt hat, er sei schwul, dachte ich noch, okay, vielleicht, kann sein, ich kenne ihn nicht. Ja. Aber als er dann seinen Freund reingeholt hat und sie sich so ganz awkward umarmt und geküsst haben. Und du meintest ja auch irgendwie, dass er nach und nach das Interesse an Frauen verloren hat oder irgendwie auch so. Auch diese Begründung, ich habe gemerkt, dass ich immer weniger an Frauen interessiert bin und das ist eigentlich nicht so. Also du merkst vielleicht, dass du dich auch für das interessierst, aber dass es abnimmt, ist halt keine Kurve eigentlich. Und das fand ich halt schon so komisch. Und offensichtlich hat sich Miguel Pablo auch privat geoutet als schwul. Auch vor seinen Freunden und hat es wohl auch durchgezogen angeblich. Auch vor seinen Freunden, vor seiner Familie, auch vor seinem Vater. Und die hatten alle kein Problem damit. Und das, was ja schön ist. Aber jetzt dieses Coming Out wieder rückzunehmen, das ist schon sehr hart. Das haben wir vielleicht noch nicht genau erklärt, was jetzt die News dieser Woche ist. Ach genau, Leute, Miguel Pablo ist ein Mensch. Und das sage ich, weil, Leute, ich bin ein Mensch. Jeder Mensch, jeder macht mal Fehler. Das ist diese Phrase, die man immer hört in solchen Videos, wenn man sagt, oh, ich habe einen Fehler gemacht, Leute, ich muss mich entschuldigen. Ich bin ein Mensch und ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Nummer 1 Rechtfertigung, ey Leute, ich bin doch ein Mensch. Ich bin noch wir ein alle Mensch. Machen Fehler. Ich bin noch ein Homo sapiens. Hier, guckt mal, Wikipedia, Definition, macht Fehler. Es ist wirklich dumm. Miguel Pablo hat gesagt, ja, es war ein soziales Experiment. Ich wollte eigentlich so eine Doku drehen, die er jetzt aber irgendwie doch nicht veröffentlicht, weil irgendwie nicht so cool. Aber ich könnte sie veröffentlichen, ich könnte, aber ich mach's nicht. Ich hab sie hier. Ja, ich hab sie hier vor mir, halt mich nicht auf. So. Und das hat natürlich richtig hart gebackfired, also gerückfeuert, liebe Rentner. Also er ist denn quasi nicht schwul und nicht schwul und jetzt auch noch unbeliebt. Ey. Richtig, beides. Mist. Ich dachte, er hat schon ein schweres Kreuz zu tragen mit dem Schwulsein. Und eine Begründung war ja auch, dass er Geld gebraucht hat, ne? Dass seine Klicks abgenommen haben. Also er sagt halt offen, dass er das auch gemacht hat aus Geldgründen, was halt auch schon wieder super uncool ist. Und dann sagt er aber auch, oh, das ist mir aber wichtig, mal zu zeigen, wie schlimm das ist, wie schlimm das manche Schwule haben. Warum aber macht er dann nicht irgendwie, wenn er es schon auflöst, irgendwie
Interviews mit Schwulen oder so, mit tatsächlich Betroffenen, die das halt ihr ganzes Leben lang vielleicht haben, statt einfach mal 2 Wochen. Keine Ahnung. Oder seine Ansichten darüber, ja? Dass er mal berichtet, wie, ja, was er für Erfahrungen gemacht hat mit Schwulen. Ob er sich es vorstellen könnte oder ob er jemanden kennengelernt hat, der schwul ist. Aber das stößt zu Recht auf Unmut der homosexuellen Szene. Eine ganz große Dislike, weil ich glaube, auch das Video hatte jetzt 1,3 Millionen Aufrufe, war wieder in den YouTube-Trends drin und die Welt ist empört. Also wirklich ist der Rufers hochgradig gedisliked. Ich glaube auch irgendwie über 350.000 oder so waren es, glaube ich sogar. Aber es würde nicht ins Ausschießen. Ich glaube trotzdem, dass sie... Also das habe ich halt auch vorgestern im Stream gesagt. Ich raff nicht mal, warum der überhaupt irgendwie beliebt ist. Warum gucken sich Leute das an? Der macht nur Scheiße. Ist was nur machen dumm. Der eigentlich es für Content? Es ist nur dummer Clickbait. Natürlich, die letzten Wochen war es halt so, immer wieder so, wir haben einen großen Fehler gemacht. Haben wir schon einmal Sex gehabt? Halt, da hat er dieses Schwulding halt wirklich ausgeschlachtet. Aber sonst ist es halt auch einfach nur dumm, was er tut. Ich lese hier mal einfach so ein paar Titel vor. Und es ist natürlich auch immer übelster Clickbait. Unsere DMs nach dem Outing. Statement! Tattoos entfernt, ja, ist Bullshit. Touch my body challenge, Boyfriend. Achso, das ist alles noch dieses Schule. Die peinlichsten Kinderfotos. Runterholen in der Psychiatrie. Das ist spannend. Betrunken in der Psychiatrie. Ja, es ist dann aber alles so, du weißt halt, du klickst die Videos an und im Endeffekt, hast du schon mal, ist dann eine Frage von einem Zuschauer, warst du schon mal betrunken in der Psychiatrie? Nein. So, und schon kannst du den Titel schreiben. Ah, verstehe. Richtig dumm. Naja, Me Gay Pablo. Oder auch nicht Me Gay Pablo. Ja, nie gay. Nie gay, er war noch nie gay. Ja. Tja, haben wir schon den Titel für den Podcast. Tja, Miguel, wir haben dich durchschaut und wir achten auf dich. Wenn du das nächste Mal als schwul outest, fallen wir nicht drauf rein. Ein, was vielleicht noch zu erwähnen, hat er noch ein Video gemacht und hat seinen armen Vater mit reingeholt, ja. Der personifizierte Bass, dieser Mann. Vielleicht lag es auch am Mikrofon, aber meine Fresse, wenn der redet, da vibriert es bis zu mir unter den Sitz zu Hause. Aber der war sehr lässig, ne? Der war ganz entspannt, ja. Aber der, also, welcher Vater sagt auch, ja stimmt, mein Sohn ist ein Hurensohn. Also. Ja, aber er war ja schon so sehr auch nach vorne gegeben, dass er ja auch einen schwulen besten Freund hatte früher. Ja. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, ja. Und also ich kenne Menschen... Oder Väter, nicht meiner, zum Glück, der ist auch sehr tolerant, aber ich kenne auch Väter von schwulen Söhnen, die gesagt... Warte mal, hast du gerade gesagt, ich kenne Väter, also nicht meine? Witzig. Ja, doch. Und, ja. Nee, aber ich kenne halt von schwulen Freunden so Väter, die es halt gar nicht geil fanden, die echt Jahre gebraucht haben, um das zu akzeptieren. Ach, ich finde das gerade gar nicht geil. Sohn. Und Miguel Pablos Vater war ja schon sehr aufgeschlossen. So, und ja, ist doch egal, ob du schwul bist, wenn du glücklich bist, das ist dein Ding. Also das fand ich sehr schön. Ja, ja, das auf jeden Fall. Wollen wir zu einem ironischen Thema kommen? Oh ja, das bitte. Auch nur kurz, dann kannst du auch gerne nochmal über Björn Höcke sprechen, was ja immer ein Fachgebiet ist oder was auch immer. Aber ich fand das ein bisschen eine kleine Ironie. Australien hat ja sehr viel gebrannt die letzten Wochen. Ne? Das ist nicht so schön. Aber der Herr im Himmel hat sich gedacht, na, da haben wir doch was. Oder die Frau. Oder das Divers im Himmel. Das Divers im Himmel hat gesagt, na, den Australiern, denen ist zu helfen. Was ist passiert? Australien hatte Fluten. Es wurde überflutet, aber nicht in den Gebieten, die gebrannt haben. Och, scheiße. Da hat der liebe Gott, Göttin, Gottess, was auch immer, ein bisschen verkackt. Aber das ist doch eine kleine Ironie, oder? Als wäre Gott ein Deutscher, oder? Ja, das stimmt. Die richtigen Ansätze sind da, aber irgendwie... kriegt das nicht gebacken. Was ganz traurig war, mir wurde erzählt, dass in Australien die Menschen die Koala-Bären mit Wasser quasi gefüttert haben, haben ihnen was zu trinken gegeben. Daran sind die jämmerlich gestorben, weil Koala-Bären nämlich kein Wasser aufnehmen. Die kriegen ja schon genug Wasser durch Eukalyptus und so. Und wenn die jetzt noch was trinken, dann sterben die über ihre Lungen irgendwie, dann sind die überwässert. Und da sind ganz viele gestorben, Koala-Bären, weil die Menschen helfen wollten. Dumm. Dumme Koalas, ey. Dumme Menschen. Steckt euch da einfach am Finger in den Hals. Das wusste ich auch nicht. Das ist doch wie mit Enten im Park. Die darfst du auch nicht mit Brot füttern. Die Enten im Park darfst du auch nicht vergewaltigen. Das wusste ich gar nicht. Nee, das darfst du auch nicht machen. Bis da eine mal gestorben ist, wusste ich gar nicht, dass das unangenehm sein kann. Ja, siehst du? Mist. Ja, aber aus Australien hört man relativ viel. Da wurde unter anderem irgendwie so eine, es gibt so eine Art Baumgruppen,
die es nur in Australien gibt. Und die haben so eine Gruppe von Feuerwehrleuten, haben diese Baumgruppe gerettet, indem sie sich irgendwie drumherum gestellt haben und das Feuer abgewehrt. Fand ich ganz geil. Und die größte Nachricht jetzt diese Woche war, dass ein uraltes Wassersystem, noch älter als die Pyramiden, wurde entdeckt. Durch die Brände wurde das quasi freigelegt. Also wirklich von uralten, wie heißen die, Aborigines, die damals so Wasser, so kleine Aquädukte quasi gebaut haben. Und das wurde jetzt freigelegt. Immerhin eine uplifting News. Also voll positiv eigentlich, letztendlich. Ja, also, ja, als Erfolg, wir sollten jedes Land mal anzünden. Wer weiß, was da alles noch zu... Können wir als vielleicht Erfolg finden wir das Bernsteinzimmer, wenn wir einfach mal Weimar anzünden. Ich wäre dafür. Herr Kleine, was sagen Sie dazu? Herr Kleine, kommen Sie zu uns. Ja. Und Herr Kleine, was sagen Sie dazu, dass nachdem gekehrt wurde, jetzt schon wieder alles voller Kies ist auf dem Bauhausplatz? Wir müssen nochmal einen vom Stadtrat einladen, von der AfD vielleicht. Wir laden einfach nach und nach in jede Sendung hier ein und indoktrinieren die richtig. Ja. Und pass auf, wir machen es wie richtig geschickte Menschen. Wir finden raus, wo die wohnen und schicken da minderjährige Prostituierte hin. Ja, und dann filmen wir das Ganze und dann sagen wir, ha, das veröffentlichen wir, wenn ihr nicht den Kieselstein-Scheiß vom Bauhaus wegkehren lasst. Das ist doch eine Idee. Ja. Ich dachte zwar, dass wir sie einladen und sie um den Finger wickeln und dann so an Macht gewinnen, aber so geht's auch. Ja. Na, warum nicht einfach den kennst du Kinder, einfachen Weg? Kennst du Kinder, die sich prostituieren? Nö, aber ich dachte, der Witz dabei ist, dass man die nicht fragt. Ach so. Ja, wir können das ja mal probieren. Ich bin offen für alle Vorschläge. Aber wo wir gerade bei Uplifting-Sachen sind, hast du noch was uns runterzieht? Naja, dann sag ich schnell noch was. Also was ich krass finde, ist, dass das Klimahysterie das Unwort 2019 geworden ist. Oha. Klimahysterie. Das ist aber ungünstig. Mhm. Also wenn man jetzt mal ganz kurz, ja, wir sind jetzt nur in der Theorie. Rein theoretisch. Es gibt keine Argumente für oder gegen. Aber rein theoretisch, wenn man davon ausgeht, dass wirklich in 10, 20 Jahren spätestens hier richtig scheiße am Dampfen ist, dann wäre Hysterie ja angebracht. Ja, aber die meinen es ja umgekehrt, dass wir hysterisch werden, aber wir gar keinen Grund haben dafür. Ne? Sollten die Leute auf der Titanic, die gerade den Dings gerammt hat, und sollten die hysterisch werden? So eine Ertrinkungshysterie. So eine, ja. So eine Ertrinkungshysterie. Sagt dann noch Rose, wenn sie da auf ihrem scheiß Brett steht und Jack nicht auf das Brett mit hochlässt und er da in der Kälte bippert und er sagt, Rose, mir ist kalt. Ja, so eine Kältehysterie hier jetzt. Also bitte. Ja. Ich meinte ja jetzt nur rein theoretisch. Ich hatte da diesen anderen Podcast, da hatte ich dich auch verlinkt. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast auf Twitter. Ich habe dir noch nicht angeschrieben. Es gibt einen Podcast, der sich, also so ein bisschen Klimaleugner will ich nicht sagen, aber so ein bisschen Gegner von diesen, Gegner von Kritiker. Fridays for Future, sag ich mal. Klimakritiker. Die haben einen relativ regelmäßigen Podcast. Da wurde mir nahegelegt, ich soll mich da doch mal einschleusen und da mal mitsprechen. Die haben auch schon gesagt, okay, wir haben Interesse, schreibt uns mal an hier. Ja, habe ich noch nicht gemacht, mal gucken. Eine Kooperation quasi. Mal gucken, ja. Das wäre interessant. Ja. Mal andere Podcasts. Ich, ja, aber also ich, wenn ich habe halt keinen Bock mehr für diesen Scheiß jetzt irgendwie. Ich bin halt kein Forscher. Ich mache das nicht beruflich und will ich auch nicht. Genauso machen die das aber auch nicht beruflich. Das sind halt auch nur irgendwelche Leute, die sich irgendeinen Shit im Internet ansehen, ja. Und dann möchte ich halt, wenn dann, auf einer philosophischen Ebene, sage ich mal, darüber. So zum Beispiel dieses, welches Risiko, ja? Ist jetzt das Risiko, könnte man das Risiko eingehen? Was passiert Schlimmes, wenn wir es ernst nehmen und handeln? Oder ist das Risiko vielleicht größer, wenn wir es nicht ernst nehmen und einfach drauf scheißen? Ja. Was überwiegt da? So philosophische Ansätze, die würde ich dann eher besprechen. Man kann ja auch so oder so, egal ob es das gibt, den Klimawandel, ja, so oder so einfach ein paar Maßnahmen ergreifen, dass die Luft sauber ist und die Meere frei von Plastik sind. Ja. Da kann eigentlich meiner Meinung nach keiner gegen argumentieren. So. Da kann ich jetzt auch nochmal Werbung machen für die Partei. Für Plastik? Für die Partei, nein. Wir sind nicht aus Plastik, wir sind Umwelt. Wir sind schonend. Umwelt. Wir sind umweltschonend. Kennt ihr diese Umwelt, von der man immer hört? Das sind wir. Das T steht für Tierschutz bei uns und Tierschutz ist ja auch Umweltschutz. Und wir wollen zur Bundestagswahl in 2 Jahren nur Klimawissenschaftler aufstellen. Oha. Auf der Liste. Das ist interessant. Das ist ein guter Ansatz. Wir werden den verfickten Grünen die Stimmen wegnehmen. Aber also, sind das dann auch Satiriker? Nein, ihr meint jetzt quasi ernst, ja, Satire jetzt ganz ernst. Wie zur EU-Wahl, dass wir ja die Nazinamen aufgestellt haben, das waren ja auch echte Nazinamen, aber Parteiler. Und jetzt wollen wir halt Parteiler finden oder auch Leute eintreten lassen,
Oh, das wird eine offene Liste, weiß gar nicht. Jedenfalls sollen das richtige Klimawissenschaftler sein. Also Menschen, die sich mit dem Klima befassen. Also ich finde es gut. Ich finde es nur lustig im Sinne auf, wir sind die Satiriker. Aber das hat sich ja auch jetzt schon die letzten Jahre eingeschlichen, dass die Satiriker eher die ernstzunehmenden Leute waren. Das ist, ich finde, das ist noch Satire. Schon so eine Liste aufzustellen, um als satirische Partei tatsächlich Experten aufzustellen. Das gibt es ja in keiner anderen Partei. Ja, also wie gesagt, in Zeiten, wo alles, was Trump macht, keine Satire ist, leider, ist ja, ne? Darum, liebe Leute, vielleicht das Normale wieder. Bundestagswahl 2021 wählt die Partei, denn sie ist sehr gut. Und sehr wissenschaftlich. Das auch. Mhm. Und sehr klimafreundlich. Hast du noch was Schönes? Ja, ich wollte noch was sehr Schönes sagen. Es wurde nämlich eine Immunzelle entdeckt. Ja, eine neue Schweinepest, aus Versehen. Ne, oder sowas. Nee. Wir reden hier von was Positivem. Kein Sommerlochfüller, so. Irgendwas. Ja, hier wieder irgendeine Pest, bla. Nein, britische Wissenschaftler haben aus Versehen eine Immunzelle entdeckt, die meisten Krebszellen tötet. Das ist ein richtig harter Durchbruch. Was machen die jetzt? Was machen wir denn, wenn wir jetzt nicht mehr sagen können, das ist Cancer? Wenn Cancer in Zukunft kein Problem mehr ist, dann müssen wir uns was anderes überlegen. Mama, ich habe eine 1 in Mathe. Oh, das ist ja voll Cancer. Was macht denn die Pharmaindustrie jetzt ohne Krebs? Ja, stimmt. Das geht nicht. Das lassen die nicht durchgehen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ein schöner Durchbruch. Freut mich auch. Ist natürlich jetzt noch am Anfang der Sache, aber wurde halt diese Woche entdeckt und ist eine ziemlich große Sache. Wir werden dranbleiben. Die Menschheit drückt immer mehr Richtung Zukunft. Das finde ich schön. Das ist eine gute Aussage. Ich glaube, kurz bevor wir irgendwie die Heilung für Krebs haben und sterben wir zwei. Kurz bevor, dann drückt halt doch irgendjemand mal einen roten Knopf und atomarer. Wenn es nicht Trump ist, dann der Nachfolger. Bernie Sanders. Alter, Bernie Sanders ist halt auch so. Ich wollte eigentlich noch nicht. Lass es uns ein bisschen später machen. Okay. Wir machen am Ende wieder nochmal kurz Amerika-Ding. Bernie war halt auch wieder großes Thema diese Woche. Geiler Typ. Egal. Ich habe noch eine Sache. Und zwar hat mich eine besorgte Zuhörerin kontaktiert über die Tamponsteuer, die jetzt weggefallen ist. Ja. Denn Tampons sind ab sofort kein Luxusartikel mehr. Man hat nämlich erkannt, dass die Periode kein Luxus ist, sondern es ist halt ein Issue, ein Problem, eine Sache, die man nicht gerne als Frau hat. Gleichberechtigung. Warum kriege ich keine Wattepads bezahlt, die ich mir in den Arsch schieben kann, Tino? Hallo? Weil du nicht aus dem Arsch blutest. Aha, sind Männlein und Weiblein und diverse, sind die vielleicht unterschiedlich? Biologisch gesehen gibt es Unterschiede. Aha. Richtig, muss man so sagen. Aber du kannst auch als Mann auch Tampons kaufen. Auch für dich fällt diese Steuer weg. Das ist ja egal, wer sie kauft. Okay. Da ist das Loch, sehr gut. So, da ist das Loch. Das ist nett, dass du mir das Loch zeigst, Tino. Das sage ich sehr oft. Hindurchgehen werde ich allein. Jedenfalls gab es diese Luxussteuer auf Tampons und Binden und so einen Scheiß. Und die ist jetzt weggefallen. Und die erste Reaktion war, yay, weniger Geld bezahlen. Aber halt, stopp. Jetzt können nämlich die Menschen oder die Firmen, die das herstellen, noch mehr Geld verlangen, dass der Preis gleich bleibt. Das heißt, Tampons kosten jetzt noch genauso viel, aber jetzt verdient die Firma noch mehr daran und der Staat weniger. Ist das nicht toll? Das ist irgendwie dumm. Wussten die das vorher nicht? Das ist halt auch ein Thema, was komplett an mir vorbeigegangen ist, weil ich Frauen hasse, aber ich dachte auch wussten erst, die das vorher nicht, dass das so passiert? Oder? Das dachte ich mir auch, aber offenbar ist es jetzt gerade passiert, dass die Steuer jetzt gefallen ist und jetzt sind die Preise aber gleich geblieben. Da haben die gemerkt, es haben einfach die Unternehmen einfach den Preis wieder hochgezogen. Klingt dumm. Ist es auch. Deswegen fordern wir alle Firmen auf, die Tampons verkaufen, macht das nicht. Ja, also wirklich, also das kann ja nicht im Interesse des Staats sein, dass das so ist. Dann lieber wieder Steuern zahlen. Das wirkt für mich wie das, was ich glaube, Sonntag bei mir passiert ist, ja. Dass du was machst und denkst, da wird nichts passieren. Ich lege so einen 20 Jahre alten Videorekorder in mein Wohnzimmer, schließe den an, um zu gucken, ob er geht, gehe aus dem Raum. Ja? Stand 20 Jahre irgendwo im Keller. Und irgendwie habe ich so ein Knistern auf einmal gehört und irgendwie hat er angefangen mit Rauch und Qualm und Feuer zu fangen. Ich weiß auch nicht, was da los war. Also man macht was und hinterher passiert was, was man nicht erwartet und sagt dann, dumm, hätte ich mal vorher dran denken können. Ja. Liebe Regierung. Danke, auf jeden Fall in der Angst habe ich das Ding halt echt genommen und einfach auf den Balkon geworfen, quer durch mein Zimmer, weil ich dachte, Alter, weil auch da draußen halt Feuermelder ist und nicht, dass dann hier irgendwie, ne, sonst wer anrückt.
Weil ich einen fucking Videorekorder irgendwie. Aber Feuermelder, der macht erstmal nur piep, piep, piep. Ja, was weiß ich, was weiß ich. Manche sind doch hier mit, weißt du, wir haben halt ein gutes Haus, ohne das näher zu beschreiben. Nicht, dass das dann hier direkt irgendwie mit der Feuerwehr verbunden ist. Das wäre dumm. Das gibt's auf jeden Fall. Ich hatte bei schon offiziellen Gebäuden ist das immer so. Also ich hatte es beim Kochen schon ein paar Mal, dass das Ding angesprungen ist im Flur. Ja? Ja, wenn die Tür offen war. Hm. Das ist doch dann scheiße. Wenn du verbrennst, ist aber auch scheiße. Das auch. Aber es nehme ich eher in Kauf, als die Feuerwehr zu rufen, wenn gar nicht los ist. Hm. Dann zahlst du nämlich auch dann 2000 Euro. Lieber dann verbrennen als Geld bezahlen. Dann ficken sag die ich dich auch mal. Vielleicht noch die Feuerwehr, genau, und dann bist du eh am Arsch. Scheiß Feuerwehrschweine. Ist so. Fickt sie. Meine Meinung. Ich habe noch eine kleine lustige kurze Meldung noch, dann können wir gerne deinen tiefen Themen aus USA kommen. Da gibt es echt einiges. Kam nicht wieder eine Geschichte raus. Es gab doch schon öfter den Fall, dass die AfD in Restaurants oder irgendwelchen Establishments ihre Parteitage nicht halten durften oder ihre Stammtische, wie auch immer. Establishments. Ja, ich habe mir überlegt. Ein Restaurant ist ein Esstisch. Daher kommt das, glaube ich, auch. Ja. Ja. Etablierte Esstische. Und deswegen ist die AfD jetzt ganz gefuchst und sagt einfach, die wären gar nicht die AfD. Es gab schon mal, dass sie behauptet hätten, die wären von der SPD. Mhm. Sind dann aber auch rausgeflogen, weil die das dann gemerkt haben vor Ort. Jetzt gab es nochmal den Fall, dass die AfD einen Rentnergeburtstag angemeldet hat in einer Kneipe. Und dann war aber auf einmal der Brandner von der AfD, also der Bundestagssprecher irgendwie oder einer der AfD-Bundesleute da. Und da hat eine Rede gehalten, so richtig schön hetzend gegen Muslime und Meinungsfreiheit und solche aber Geschichten. Aber das ist ja normal für Rentnergeburtstage. Das ist normal, aber es waren halt zufälligerweise nur AfD-Leute. Okay. Offenbar auch mit Wimpeln, dass man das erkennen kann. Mhm. Da haben die Betreiber gesagt, nö, hier ist kein politischer Scheiß. Wir lassen hier keinen rein, der irgendwie politisch ist und haben die rausgeworfen. Hm. Von wegen Rentnergeburtstag. Ungünstig. Ja, also liebe Gaststättenbetreiber, lieber nochmal abchecken und die Geburtsurkunden schicken lassen, dass es auch ein echter Geburtstag ist und keine. Aber vielleicht ist das wie im alten Rom. Da war es ja so, und ich finde, das sollte man wieder einführen. Wenn man eine Masse von 100 Frauen hat, wird diese grammatikalisch weiblich bezeichnet. Sobald da ein Mann dabei ist, ist es männlich. Ah. So, und vielleicht funktioniert das hier auch so, wenn die einfach ein AfD-Treffen machen, aber einer davon ist parteilos, ist einfach so ein Opa, so ein Penner, den sie von der Straße holen. Mhm. So, und dann können sie sagen, hier, wir machen hier Geburtstag, wir sind hier privat hier. Der hat Geburtstag, der Parteilose, und kennt halt nur AfD-Leute. Ja. Ups, und der eine hat eine Rede gehalten spontan über Meinungsfreiheit und über Muslime, die verbrannt werden sollen. Also, ja, aber das ist halt wirklich eine Sache, da müsste man langsam mal den Hebel ansetzen. Ja. Also wirklich. Den langen Hebel. Das als kurze, witzige News, als skurrile News sozusagen, bevor wir jetzt, weiß nicht, hast du noch andere Themen außer ich habe hier noch so ein allgemeines Ding, aber das erwähnen wir auch jede Woche, aber es wird jede Woche schlimmer. Ja, China, Milliarde Menschen. Ja, Hongkong auch, bla, aber nee, ich meine, 162 Billionäre haben denselben Reichtum wie die Hälfte der Menschheit. Ja. Ist jetzt nochmal so eine neue Studie gewesen und solche Zahlen zu hören ist halt einfach immer. Es gibt Leute, die sagen, ja, das ist halt das System, man kann auch profitieren vom Kapitalismus und ist auch alles legitim. Aber nicht alle. Aber ja, genau das ist nämlich der Punkt. Jeder kann es, aber nicht alle. Und das ist halt nicht cool. Man kann das sagen, okay, aber alles, was man selbst irgendwie, wovon man selbst irgendwie profitiert, ist im Endeffekt fast immer was, wo eine andere Person drunter leiden muss. Ja, wenn ich irgendeine billige Scheiße aus China bestellen kann, heißt das, dass irgendein Drecksarbeiter in China oder sonst wo halt keine Kohle kriegt oder einen Cent die Stunde. Hm. So, das kann man alles gut finden, aber man kann auch vielleicht sagen, ideal ist es nicht. Es gibt vielleicht aktuell noch kein besseres System von mir aus. Kommunismus, Anarchie. Ja, nein, gibt es nicht, nein. Da würde ich auch gegen argumentieren, dass diese per se besser sind. Die sind natürlich anders. Im Ansatz vielleicht irgendwie ein bisschen, obwohl Anarchie ist halt, Anarchie, nee. Das ist nicht nur Chaos. Anarchie ist, da töten sich alle, ohne Spaß. Das ist falsch, das ist eine völlig falsche, vorteilsbehaftete Aussage. Sag ganz kurz dein Plädoyer für Anarchie. Ja, ganz kurz Anarchie erklären, das funktioniert nicht. Naja, aber auch Anarchie und Kommunismus nehmen sich nicht so viel. Da gibt es auch viele Ähnlichkeiten, dass man sich halt in Kommunen organisiert und Syndikate bildet und so, auch sehr, sehr basisdemokratisch. Das heißt, nicht alle machen, was sie wollen. Man organisiert sich einfach ein bisschen freiheitlicher und basisdemokratischer und in kleinen Kommunen. Man kann auch ohne Ländergrenzen. Also Anarchie ist demokratisch, sagst du? Naja, also basisdemokratisch, weil du ja dann in der Kommune lebst, dann wird das gemacht, was die meisten halt gerne möchten. Ja, Kommune ist ja, also mit 100 Leuten ist es ja auch nochmal leichter.
Sozialwissenschaftlich ist ja so, dass ab einer bestimmten Menge einfach sich sowas spaltet, zwangsläufig, weil es einfach nicht geht für den Menschen. Es gibt auch verschiedene Auslegungen von Anarchie und von Kommunismus auch, aber den ich gut finde, das ist dieses Kommunistische mit Syndikaten und so, das hat schon seinen Reiz. Mhm. Ob ich es geil finden würde, wäre ich jetzt da drin, keine Ahnung. Ja, also wenn da drüber ein Staat kommt, ja, ein Staat aufgepfropft wird, der das dann halt ultra-hitlerisch wieder... Wenn es quasi auch eine Diktatur ist, dann ist natürlich nicht geil. Nein, darum geht's auch gar nicht. Sind wir uns ja einig so. Ja. Aber in der Grundidee ist es ja jetzt nichts Schlechtes. Ja. So, und ich weiß nicht, sowas wie bedingungsloses Grundeinkommen ist ja so ein gefühlt so ein bisschen in diese Richtung, ohne halt wirklich das zu sein. Richtig, das ist halt, wie kann man sagen, Sozialismus, ja? Es ist ein bisschen sozialer. Man kann auch von mir aus versuchen, den Kapitalismus und so sozialer zu gestalten. Aber ob das funktioniert, weiß ich halt nicht, weil der Kommunismus schon vom Grundgedanken her so böse ist. Aber gut, dass wir den Kommunismus ansprechen. Es gibt nämlich ein Land, das hat am meisten Angst vom Kommunismus von allen Ländern der Welt. Und das sind die Legoland. Vereinigten Staaten von Impeachment. Denn das hat jetzt nicht wirklich begonnen. Also das Impeachment ist durch. Trump ist impeached. Ja, fertig. Aber er ist noch nicht aus dem Amt entfernt worden. Es ist kein Rauswurf aus seinem Amt. Hm. Und das wird jetzt im Senat, das hat diese Woche angefangen, dass der Senat, also ne, das, es gibt das House of Representatives und dann gibt es den Senat. So, das House hat das Impeachment gemacht. Dann hat es diese Artikel des Impeachments an den Senat jetzt weitergeleitet, während Nancy Pelosi, meine Schwester heißt Josie, das ein paar Wochen zurückgehalten hat, weil in dieser Zeit neue Beweise rausgekommen sind. Und jetzt wurde es übermittelt. So, der Senat hat angefangen, das zu besprechen. Und es wird jetzt gerade, es ist auch noch nicht ganz durch, deswegen sind es keine finalen Sachen, wird auch noch nächste Woche weitergehen. Es wird besprochen, ob neue Beweise vorgelegt werden dürfen. Es wird besprochen, ob neue Zeugen geladen werden dürfen. Und das ist ein ganz, ganz großer Kritikpunkt. Mitch McConnell, hatte ich auch schon mal erwähnt, der auch Moskau-Mitch genannt wird, der ist sehr dafür, keine Zeugen zu laden. Und da das jetzt zwar auch noch keine Richter sind, aber jetzt halt wirklich ein Trial wird, ein Gericht, also es wird halt wirklich jetzt Gericht gespielt, auch wenn das keine, also es gibt einen Richter, der offiziell ein Richter ist, aber die Senatoren sind halt Senatoren, aber fungieren als Jury. So. Als Geschworene. Als Geschworene. Mhm. Genau. So, und da ist halt jetzt die Prämisse der Grand Old Party der Republikaner. Ja, wir wollen keine Zeugen sehen. Wir wollen keine Zeugen sehen. Und es ging ja darum, dass das Haus vorher beim Impeachment keine Leute zwingen konnte, vorzuladen, beziehungsweise sie haben sie gezwungen, aber das Weiße Haus hat einfach gesagt, nö, wir kommen nicht, so ungefähr. Mhm. Und um das gerichtlich durchzusetzen, müsstest du erst in die dritte Instanz gehen, der Supreme Court quasi, also die Rechtsprechung. Und das würde aber wieder monatelang dauern und bis dahin ist wahrscheinlich schon wieder Wahl. So. Und weil es aber so ein akutes Problem ist, weil Trump laut der Demokraten so eine Gefahr ist für die USA und für die ganze Welt, muss das schnell passieren, mehr oder weniger. Und jetzt sagen die Demokraten aber, es kann kein Gericht geben ohne Zeugen, was auch jeder sagt, der vernünftig denkt, ja, und nicht vielleicht korrupt ist, ohne das jemand zu unterstellen. Aber geschlossen hat sich jetzt in den ersten Votings die republikanische Partei dagegen professionell, hat man auch lange nicht, musste auch mal wieder sein. Hat sich die republikanische Partei geschlossen dagegen gestellt. Es waren 53 zu 47 Stimmen. Und hat gesagt, nee, das wollen wir alles nicht. Ich glaube, über das Zeugending wird noch einmal final abgestimmt oder wird jetzt gerade. Ich konnte es leider diese Woche nicht ganz so viel verfolgen wie das letzte Mal, weil ich einfach viel zu viel zu tun hatte. Aber es bleibt weiterhin spannend. News darum, die halt wieder alles gesprengt haben, ist, dass Trump zum Beispiel den Anwalt von Jeffrey Epstein für sich engagiert hat. Nur solche Leute, auch den Anwalt von O.J. Simpson, der ja auch, eigentlich ja weiß jeder, dass er schuldig ist, aber trotzdem wurde er nicht verurteilt. Ja. Solche Leute hat er halt rangeholt und er hat auch offen zugegeben, oder was heißt zugegeben, er hat damit angegeben, dass er gerne Leute nimmt, die gut im Fernsehen rüberkommen und die bekannt sind und nicht die irgendwie besonders rechtschaffend sind oder so.
Das ist auf jeden Fall eine schöne News gewesen. Aber die Frage ist doch, warum wollen die Republikaner keine Zeugen haben? Ja, wenn warum sie sich doch im Recht fühlen, ja, dann können sie doch sagen, komm, ich habe nichts zu verbergen, wir haben nichts zu verbergen. Vor allem haben im Haus, also vorher beim Impeachment, wie gesagt, in dieser anderen Instanz das Haus, wo es dann auch 430 Leute gibt, statt diese 100 Senatoren. Mhm. 100 daher, weil jeder Staat hat zwei Leute, zwei Vertreter. Das ist der Senat. Mhm. Ganz einfach. So, da haben die Republikaner noch gesagt, oh, guck mal, wie schnell die jetzt damit fertig werden wollen. Oh, das wollen die ganz schnell über die Bühne bringen, damit der arme Trump aus dem Amt gekickt wird, um seine Wahl kaputt zu machen. Was auch nicht richtig ist, weil die Wahl an sich, also den Popular Vote, hat Trump verloren. Hillary Clinton hatte 3 Millionen genau. mehr Stimmen. Aber durch dieses Electoral College, was halt bewirken soll, dass der Rust Belt, die Staaten, die Flyover States, wo kein Schwein immer ist, diese ganzen Rednecks, damit die ein bisschen mehr Stimmrecht haben, haben sie dieses College, sodass nicht das Popular Vote zählt, also die Menge an Stimmen, sondern ist ein bisschen kompliziert zu erklären. So, die wählen dann quasi ihren Abgeordneten und der steht dann dafür. Ist egal. Es ist schon dumm. Es ist ein bisschen dumm. Und haben auch viele jetzt gesagt, dass sie dieses scheiß College endlich mal abschaffen wollen. Egal, lest euch rein, wenn es euch interessiert. Auf jeden Fall hat Trump halt nicht mal die Mehrheit, es ist nicht mal so, dass die Mehrheit der Amerikaner Trump wollte. Und trotzdem ist der Talking Point jetzt, ja, aber die Mehrheit wollte das. Trump wurde gewählt, jetzt wollt ihr das wieder rückgängig machen. Und guckt mal, wie schnell ihr das über die Bühne bringen wollt. Und jetzt sagen die Demokraten aber, wir wollen uns lieber Zeit nehmen und Zeugen hören. Und da sagen die Republikaner auf einmal, nee, wir machen das jetzt hier schön, zack, ohne Zeugen, ganz schnell weg. Und das ist alles ein bisschen sehr shady. Ich finde es eh schwierig, weil ich dachte, dass der Senat sowieso mehr aus Republikanern besteht und dass es ja eh keine Chance hat. Oder wenige Chancen hat. Und eigentlich müssten wir auch abwarten auf die nächste Wahl, wenn Trump wiedergewählt wird, dann dieses Impeachment-Verfahren durchzuziehen. Ja, das war der ursprüngliche Plan, aber der Druck wurde dann auch höher. Und dann kam dieses Lev Parnas-Ding raus, was ich letzte Woche erzählt habe, der auch damit zu tun hat, der halt quasi auch ein Kronzeuge ist, der in National TV dann auch alles ausgepackt hat sozusagen. Aber es wird sich halt einfach blind hingestellt. La 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 la, ich höre nicht, so dieses Ding. Aber wird Trump, also wenn er dann impeached, also wirklich dann aus dem Amt fliegt. Aus dem Amt fliegt, meine ich. Ja. Kann er wiedergewählt werden? Das ist, glaube ich, der Punkt. Und ich glaube, das hatte ich auch schon mal erwähnt. Und jetzt bin ich mir aber nicht mehr sicher, weil es halt ein paar Wochen her ist, dass ich das gesagt habe. Wenn 67 Leute dafür sind, wird er rausgeworfen. Wenn nur 51, also eine klare Mehrheit, aber, nee, nicht eine klare, die klare Mehrheit wäre 67, sondern eine einfache Mehrheit, ne? 51 zu 59, ab dann dürfte er nicht wiedergewählt werden, so wie ich das in Erinnerung habe. Okay, also ist es so eine Abstufung, okay. Ja, soweit ich weiß. So, dann nächste Nachricht. Du musst dir vorstellen, du bist halt, also auch Bernie Sanders, der ist ja Senator und Klobuchar oder Warren, das sind alles Senatoren, die müssen da sein bei diesem ganzen Dings, was auch 10 Stunden teilweise am Tag geht, müssen sie anwesend sein. Deswegen machen die extra ihre Iowa-Promotour, weil Iowa hat in 2 Wochen ist die erste Wahl da. Bernie Sanders ist gerade übrigens ganz vorne in den Umfragen. Und da müssen die jetzt quasi ihre Promotour in diesem Staat absagen, um dort in Washington quasi im Dings zu sein, im Kongress. So. Während die aber da ihre Reden halten und zum Beispiel Adam Schiff ist so ein geiler Typ, ohne Spaß, das ist ein richtig guter Rhetoriker, egal, komme ich gleich zu. Während der zum Beispiel seine Reden hält, gehen bis zu 21 Leute der Republikaner einfach raus. Was halt auch nicht geht. Sie ertragen das nicht. In irgendeinem normalen Gerichtsprozess musst du dir mal überlegen, wenn dann halt einfach die Leute, die Jury sind, die Geschworenen, wenn die einfach sagen, okay, das interessiert mich jetzt mal nicht, was die Gegenseite zu sagen hat, das höre ich mir jetzt mal nicht an. In keinem normalen Gericht würde das passieren. Ja. Gleichzeitig kommt von Fox News die Gerichtsbeauftragte, die Rechtswissenschaftlerin sozusagen, die selber früher Richterin war, sagt, wie kann das sein, der Adam Schiff als Prosecutor, also Strafverfolger, wie kann das sein, dass der nur den anklagt, den Trump, ist der nicht erstmal hier so eine Vermutung der Unschuldigkeit? Und auch das, in jedem normalen Gericht weißt du, dass es eine Seite gibt, die verteidigt und eine Seite gibt, die anklagt. Und sie weiß das halt auch. Aber solche Leute pushen halt die ganze Zeit dieses Feindbild einfach. Die versuchen die Demokraten. Die versuchen damit ja auch sozusagen diese nicht so informierten Wählerinnen und Wähler damit zu erreichen. Guck mal, Unschuldsvermutung eigentlich so. Ja, was halt übelster Bullshit genau, ist. Richtig. Der Neutrale ist, wenn, dann der Richter. Aber es gibt halt den Strafverfolger und es gibt den Verteidiger. In jedem normalen Gericht wäre das so. Das ist auch nochmal eine News.
Und, aber hat sich die Clinton letztens den Bernie Sanders richtig das, dumm gemacht? Da wollte ich auch drauf. Ja. Nobody likes Bernie Sanders, hat das sie gesagt. Das fand ich übel, ja. Und was ist passiert? Wenige Stunden später ist auf Platz 1 in den Twitter-Trends gewesen, Hashtag I like Bernie. Mhm. Man muss dazu sagen, sie hat es halt so ein bisschen gemeint mit in Washington mag ihn keiner, so von seinen Kollegen sozusagen, was halt auch nicht stimmt, aber ist was anderes als zu sagen, ganz Amerika hasst Bernie. So hat sie es eigentlich nicht gesagt, aber es wurde halt so aufgenommen. Aber so gemeint vielleicht auch von ihr? Ja, war das ein bisschen gehässig? Ja, es ist halt auch dumm. Ich finde es total dumm, weil sie sagen immer, egal wer es wird, sorry auch Leute, dass ich so viel über Amerika spreche, aber gerade diese Woche war es wieder sehr, sehr groß. Und es ist einfach wirklich Weltgeschehen. Das ist relevant, Leute. Das ist auch wichtiger als scheiß Miguel Pablo. Sie sagen halt als Demokraten, was eigentlich vernünftig ist, egal wer es von uns wird, wir müssen geschlossen hinter dem stehen. Hm. Aber sie handeln nicht danach. Ja. So, warum zerfetzen die sich jetzt vorher so sehr? Hm. Klar, sie wollen, also gut, Hillary Clinton, die halt ihr Maul zu halten, die ist raus, ja. Ja. Eigentlich. So, aber auch die untereinander, es gab ja diesen zwischen Elizabeth Warren und Bernie Sanders gab es ja auch diesen Streit, dass sie dann gelogen hat und so. Und das ist so dumm. Eigentlich müssten die halt wirklich geschlossen sein und zu zeigen, hier, wir Demokraten, wir halten halt zusammen, dann werde ich halt nicht Präsident von mir aus, auch wenn ich super gerne wäre, aber es ist vielleicht gerade wichtiger, aus deren Sicht jetzt auch erstmal erklärt, ja? Ich versuche es neutral zu betrachten. Hm. Vielleicht ist Trump ja auch gar nicht so eine große Gefahr. Aber aus der demokratischen Sicht ist halt Trump die größte Gefahr gerade. Hm. Und man muss ihn irgendwie besiegen, egal wer es wird. Und wenn Bernie Sanders halt gerade die ganzen Umfragen anfängt zu leaden, also ganz oben ist, selbst über Joe Biden, dann zu sagen, oh, der Bernie Sanders, den mag niemand, um den halt wieder runterzuziehen. Ja. Das ist halt super die dumm. Die denken nur an sich leider. Ja, und gerade Hillary Clinton, ja eigentlich, die ist ja nicht mal an, die tritt ja nicht mal an. So. Hm. Naja. Auf jeden Fall war das Trending, I like Bernie. Und auch da hat er wieder einen großen Anstieg gekriegt an Donations und so. Das finde ich alles auch ein bisschen komisch. Aber es ist halt in Amerika so, dass du als Politiker so krass viel Spenden sammelst. Ist halt super normal da, um deine Tour davon zu bezahlen. Naja, und aber ich fürchte fast, dass Joe Biden so ein bisschen der Kandidat wird. Ja, der ist halt so, Joe Biden ist halt so dieses typische ich weiß nicht, so Angela Merkel-Ding, wo dann die Rentner sagen, ach, das ist doch eine ganz nette. Ein alter, weißer Mann wieder. So ungefähr, ja. Aber sich halt nicht so wirklich damit auseinandersetzen. Und Bernie Sanders ist ja auch gar nicht so richtig ein Demokrat. Also schon, aber ist eher unabhängig, weil also es gibt ja auch also es gibt AOC, ja, das ist die Jüngste im Kongress. Die ist 29 oder 30. Gute Freundin von Bernie, egal, die hat jetzt auch neulich erst gesagt, in einem normalen Mehrparteiensystem wären die niemals in einer Partei so wär wie Bernie Sanders und Joe Biden. Also niemals wären die in Deutschland beide in der Linken zum Beispiel. Hm. Bernie Sanders wäre wahrscheinlich auch nicht mal in der Linken. Hm. Ich weiß gar nicht, vielleicht am ehesten SPD. Weil in Amerika und Deutschland ist ja nochmal unterschiedlich. Ja, ja, klar. Das ist ja, also ist nichts Radikales zu sagen, ey, wir wollen irgendwie Gesundheit für alle. Hm. So. Aber in Amerika ist das halt super radikal. Ja. Es ist ganz schön viel. Ach so, eine kleine Sache noch, dass Michelle Obama hat irgendwie so ein Ding vorgeschlagen, so dass die Leute sich in der Schule besser ernähren können. Ja. Ja. Wurde abgeschmettert, ne? Wurde, also an ihrem Geburtstag hat Trump dafür gesorgt, dass dieses rückgängig gemacht wird. Er hat sich quasi dafür eingesetzt, dass die Kinder in der Schule jetzt mehr Pizza kriegen und so. Weil Trump ist ja auch ein großer Fastfood-Fan. Ja, was ist denn da die Aussage? Was ist denn der Grund, das zu machen? Es ist bestimmt auch Zufall gewesen, dass es an ihrem Geburtstag war. Ich nehme jetzt noch eins, dann hast du noch den Anstandstropfen. Weil er selber so fett und ungesund ist, weil es will er, dass alle Kinder so aussehen wie er. Mit einer orangenen Haut, einer furchtbaren Frisur und... Ja. Oh fuck, Alter, wir haben ein Riesenthema vergessen. Das hat mir Imp erzählt, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Irgendwie haben die Saudis, vielleicht hast du es gehört, die Saudis haben Jeff Bezos geblackmailt, also bestochen, weil irgendwie wurde ein Foto von seinem Schwanz geleakt. Ich hab's jetzt nicht. Oh, da kriegt er die Mundwinkel hoch. Jeff Bezos, Amazon-Chef. Ja, will ich gar nicht sehen, den Penis. Und wer war es noch? Der Wendler hatte auch irgendwie jetzt einen Dickpick im Internet. Das sind halt, sorry, wenn es um Schwanzbilder geht, da bin ich nicht so hinterher. Da bin ich jetzt nicht so gut informiert. Aber Jeff Bezos, der reichste Mann der Welt, immer mal wieder ein Wechsel. Und den Wendler, der will ja keiner sehen, den Penis von Wendler. Ja. Oder von dem Amazon-Chef. So, aber irgendwie kursiert das jetzt im Netz. Und irgendwie hängen die Saudis mit drin. Warum veröffentlichen denn die Saudis Dickpics? Verstehe ich nicht. Weiß ich nicht, aber die haben auch Journalisten schon zerstückelt, von daher ist das ja ein kleiner Sprung. Ist das Gleiche, ja. Ich google es jetzt mal. Du kannst mal die Woche bewerten, ich google in der Zeit kurz. Also wir kommen zum Ende, liebe Saudi, Leute. Saudi, Jeff Bezos.
Also ich muss sagen, ich fand den Antiterroranschlag gegen Höcke ganz witzig. Ja, doch. Das Outing war auch ein großes Ding. Das ging ja mega, mega viral. Mhm. Da haben sich ja alle eingeschalten in das Thema. Aber das große Ding war auch nicht dabei. Es gab keinen Christchurch. Naja, also ich habe das Foto jetzt nicht gesehen von Jeff Bezos. So. Vielleicht ist das große Ding da ja versteckt. Ach so. Hier steht es halt auch. WhatsApp. Vor 6 Stunden. Saudi-Prinz hackt Handy von Amazon-Boss Bezos. Verdacht bestätigt. Krass. Ich will es trotzdem nicht sehen. Aber es ist schon irgendwie absurd. Bericht bestätigt offenbar Hackerangriff durch Saudis. Das ist schon echt interessant. Ich habe mich verschluckt. Ja. Ich weiß nicht. Der Kronprinz von Saudi-Arabien macht einen Hackerangriff auf die Kronjuwelen des reichsten Mann der Welt. Das ist auch witzig. Ja. Aber ein Vorschlag, ich weiß es nicht genau. Also für mich ist halt dieses Impeachment wieder so ein Ding. Aber es läuft halt auch noch und ich habe es weniger verfolgt. Deswegen kriegt es ein bisschen weniger Punkte. Aber ich würde so auf eine 7 vielleicht. Warte, ich gucke nochmal hier rein. Was hat man noch? Ah, Miguel Pablo war jetzt auch eigentlich nicht das Ding. Aber eine 7 dachte vielleicht ich auch. Vielleicht 6,5 sogar. Aber Tamponsteuer. Also es ist halt wirklich... Ich habe es schon öfter gesagt, das, was in Amerika passiert, ist halt schon ein großes Ding. Lass uns 7 sagen, komm. Ich will sagen 7, ja, okay. Ich finde schon brenzlig alles gerade, dass sich die Demokraten zerfleischen. Und ich habe eine Übersicht gesehen, wie viel Zustimmung die haben in den jeweiligen Parteien. Irgendwie ist es bei den Demokraten sehr verteilt alles und relativ nah dran, die Kandidaten. Aber bei den Republikanern ist es Trump zu 99% Zustimmung. Ja, es ist absurd. Es ist halt wirklich der absurd. Ist so konkurrenzlos. Es ist halt wirklich absurd. Und ich lese halt auch immer so Kommentare und stelle mir so vor, also es sind natürlich, ich versuche da immer ein bisschen zu differenzieren, was da jetzt vielleicht ein Stück weit Verschwörungstheorie ist oder wo man vielleicht ein bisschen voreingenommen ist. Aber so Kommentare wie, was wäre, wenn der Präsident Demokrat wäre oder was wäre, wenn er schwarz wäre? Solche Sachen lese ich dann immer. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es dann vielleicht anders wäre. Wenn du halt auch mal schaust, das war halt auch bei dem Impeachment so auffällig, bei den Republikanern hast du fast nur, und ich hasse dieses Feindbild, ich hasse das absolut, dieses Feindbild zu sagen, alte weiße Männer. Aber es trifft halt zu. Aber bei den Republikanern ist es halt wirklich so, dass da fast nur alte weiße Männer, 2 Frauen waren, glaube ich, dabei. Also ich rede jetzt von Impeachment. Reiche und Juristen. Ja, na gut, ja. Reiche, also Reiche sind so irgendwie alle. Selbst die ganzen, es gibt, glaube ich, keinen, der kein Millionär ist bei den demokratischen Präsidentschaftsanwerbern. Ist das so, ja? Ich glaube, Pete Buttigieg ist, glaube ich, kein Millionär, aber sonst sind die alle Millionäre. Selbst Bernie Sanders, aber der hat halt zum Beispiel Bücher geschrieben, die einfach mega gut verkauft wurden. Und dafür muss man sich jetzt auch nicht unbedingt entschuldigen. Aber es sind halt trotzdem alles mehr oder weniger reiche Leute. So, und auf Seiten der Demokraten hast du dann halt Ted Lieu, der halt ein Asiate ist. Dann hast du übelst viele Farbige, die auch teilweise nicht, schon nicht ganz so, helle Leute. So eine Frau gibt's, die irgendwie schon in dem ersten Impeachment von vor zig Jahren war, die halt auch schon dabei, weil die halt ewig dabei ist und du hast alles Mögliche da drin und du hast dann bei den Republikanern wirklich fast nur weiße Männer. Wie wär's denn mit Michelle Obama als Kandidatin für die Demokraten? Nee. Warum absolut nicht? Absolut nicht. Weil ich, eine schwarze Frau? Da scheppert bei mir im Hintergrund immer so ein Stand-up von Bill Burr, wenn er sagt, bist du nur bescheuert, du als Frau, ich hab Obama gewählt, du als Frau hast hier überhaupt nichts zu melden. Ja? Und umgedreht wäre es genauso, wenn du irgendwie einen Klempner anrufst und er kommt zu dir nach Hause und bringt seine Frau mit und die Frau sagt dann, wie er das machen soll, obwohl die kein Klempner ist. Würdest du halt auch sagen, bist du bescheuert, ich will hier, dass der Klempner naja, das aber macht. Hillary Clinton war ja auch die ja, Frau. Aber Obamas Frau ist halt keine Politikerin in dem Sinne. Sie ist halt die Frau von einem Politiker. Aber sie Hillary war 8 Jahre lang, war sie die Frau des Präsidenten und hat auch Ämter übernommen, die hat Sachen gemacht, die weiß, wie es läuft. Und Obama wäre so ein bisschen dann der Geheime, der geheime Präsident. Nee. Und alle wollen ihn wieder haben. Bin ich auch nicht so Fan. Ich will, es muss was... Also wenn jetzt nicht ein großer Umbruch kommt, dann wird der wahrscheinlich nicht kommen. Wenn jetzt wieder so ein, wenn jetzt Joe Biden kommt, laut meiner Meinung, dann wird es halt wieder so ein moderates Ding. Und dann wird der nächste Republikaner vielleicht noch krasser. So, weißt du? Noch ein Trump, aber noch jetzt, orangener und brauner. Noch orangener. Ja. Wenn jetzt aber so ein Bernie Sanders kommt und halt wirklich sagt, oh, guckt mal, das ist gar nicht so schlimm, wenn wir alle krankenversichert sind. Ja, wirklich so eine, na nicht eine 180-Grad-Wende, aber vielleicht 160 Grad so. Dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das nächste dann noch weiter in die andere Richtung umkippt, sondern dass man vielleicht dann wieder ein bisschen mehr in die Mitte pendelt. Ich fände es sehr schön. Bernie Sanders ist auch einfach,
unabhängig von dem, was vielleicht seine Politik ist, die ich ja auch gut finde, aber er ist halt einfach konstant in dem, was er sagt. Ja. Er sagt vor 30 Jahren, Frauen können Präsident werden, sagt das auch heute noch und ermutigt Kinder und so und ist vor 30 Jahren auf die Straße gegangen für Krankenversicherung für alle. Aber bei den Republikanern sieht das nicht so aus. Es gibt zum Beispiel den Lindsey Graham und das fand ich richtig geil. Da haben sie jetzt im Senat Videos von ihm abgespielt, wie er beim Impeachment von Bill Clinton damals sagt, genau das Gegenteil von dem, was er jetzt sagt. Ja? Das kann doch nicht sein. Da ging es halt darum, ob es eine Straftat sein muss, um den Präsidenten aus dem Amt zu werfen. Und da sagt er, das muss keine Straftat sein. Ja, das reicht, wenn es halt irgendwie Machtmissbrauch ist. Menschen ändern sich, Robin, Meinungen auch. 180-Grad-Drehung. Ich fand's geil, dass ihm das halt vorgespielt wurde im Senat vom ganzen Menschen amerikanischen Volk. Ja, Menschen ändern sich. In 10 Jahren sage ich dann auch Ausländern einen Kiefer wegtreten. Finde ich geil. Das ist Menschlichkeit. Ja. Schönes Schlusswort, Tino. Schöne Sendung. Ich glaube, wir sind auch durch. Wir haben, glaube ich, 10 angefangen, ne? 10 nach, genau. So, na dann. Wieder wir haben ja auch eine Wertung neues gegeben. Gesicht hier. Guck mal, und lange Haare. Nee, das kenn ich den habe ich zusammengeschlagen. Das ist kein neues Gesicht. Das ist Hans von letzter Woche. Ah, alles klar. Der hat jetzt nur ein bisschen. Ach, gut zu wissen. Gut. Schön, dass du die Frauen jetzt in Ruhe lässt und jetzt die Männer verprügelst. Na, damit die mir nicht die Frauen wegnehmen. Ich dachte wegen Frauen und Kinder zuerst, dass die zuerst dran ja, sind. Ja, nur beim Bumsen. Ah. Nicht beim Prügeln. Das ist ein Wettbewerb, liebe Leute. Gut, Leute. Tschüss. Tschüss.